Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Kaderanalyse-Video auf meinem Kanal. Und heute kommen wir zum nächsten Aufsteiger, nämlich dem SC Paderborn, von der dritten Liga in die zweite aufgestiegen und dann von der zweiten direkt weiter in die Bundesliga. Ja, was ich an Paderborn wirklich gut finde, dass sie so offensiv spielen, also Torspektakel sind bei Paderborn an der Tagesordnung. Deshalb fallen auch defensiv mehr Tore, also mehr Gegentore, fallen da auch bei Paderborn. Weil einfach die taktische Ausrichtung offensiv ist, wollen sie auch in der Bundesliga spielen. Ich bin offenbar gespannt, ob das in der Bundesliga funktionieren wird. Ich habe ein 4-4-2-System hier bei Paderborn angelegt und ich würde sagen, wir starten gleich mal rein mit der Torhüterposition. Auf der Torhüterposition haben wir den ersten Neuzugang von Paderborn direkt gleich mal in der Startelf, nämlich Yannick Huth, geholt von Mainz 05, ablösefrei. War ein ganz guter Deal. Hat auch schon Bundesliga-Erfahrung sammeln können. 7 Spiele hat er schon bestritten für Mainz. Ersatztorhüter haben sie mehrere. Da haben sie unter anderem Michael Radeitschak, den habe ich jetzt als zweiten Keeper genommen. Aber man hat auch noch Leopold Zingerle, der bei Magdeburg führt und Bayern unter anderem davor war. Und dann hat man noch Leon Brüggemeier, den vierten Torwart meiner Meinung nach. Der aber von den Torhütern der größte ist mit 1,93 Meter. Huth und Zingerle sind nur 1,85 Meter groß und Radeitschak 1,89 Meter. Aber ich denke, Huth dürfte eigentlich gesetzt sein. Auf der ersten Außenverteidigerposition kommen gleich zwei Neuzugänge tatsächlich in Frage. Zum einen Gerrit Holtmann, der definitiv gesetzt sein dürfte. Hat auch schon Bundesliga-Erfahrung, 26 Spiele für Mainz gemacht. Dazu 2 Tore, somit auch erfolgreichster Torschütze neben Hünemeyer. Also das sieht man schon, die Abwehrspieler sind hier die erfahrensten Torschützen. Ansonsten hat noch kein anderer Spieler ein Bundesliga-Tor gemacht, aktuell im Kader von Paderborn. Was auch ziemlich interessant ist. Als Ersatz hat man auch einen Neuzugang verpflichtet, nämlich Luca Kilian, Talent von Borussia Dortmund, 19 Jahre alt. Also der wird, denke ich, erst Stück für Stück an die Mannschaft herangeführt. Deshalb kann ich mir vorstellen, dass Holtmann da gesetzt sein dürfte. In der Innenverteidigung dürfte gesetzt sein Uwe Hünemeyer natürlich, der auch damals schon in der Bundesliga gespielt hat für Paderborn. Insgesamt 37 Spiele in der Bundesliga beschritten und haben auch ein paar für Borussia Dortmund. 2 Tore hat er da auch schon erzielt, genauso wie Holtmann. Als Ersatz hat man dann Strodig, der aber auch definitiv auch sofort in der Startelf stehen kann. Also in der Abwehr sind sie auch relativ flexibel. Strodig kann auch Außenverteidiger spielen. War auch damals schon beim SC Paderborn, zwischenzeitlich mal bei Fortuna Düsseldorf in der Saison 15-16. Auf jeden Fall geht es jetzt weiter mit der nächsten Position in der Innenverteidigung. Auf der zweiten Innenverteidigerposition gesetzt dann dürfte Sebastian Schonau, damals noch nicht dabei, in der Saison, wo Paderborn Bundesliga gespielt hat. Der hat nämlich von 2012 bis 2014 bei Paderborn gespielt. Danach in der Saison, wo Paderborn Bundesliga war, hat er beim SC Verl in der Regionalliga gespielt. Ich glaube, er war ausgeliehen. Könnte ich mir gut vorstellen. 2015 ist er dann wieder zurückgekehrt zu Paderborn. Collins war damals auch noch nicht dabei. Den hat man 2017 geholt. Von HNK Siebenik. Sagt mir jetzt auch nichts der Wein. Auf jeden Fall könnte auch er gesetzt sein in der Startelf. Also da muss man ein bisschen schauen, was die Vorbereitung jetzt noch zeigt, welche Spieler dann da gesetzt sein dürfen. Und jetzt kommen wir auch noch zur Rechtsverteidigerposition. Auf der Rechtsverteidigerposition gesetzt sein dürfte der Neuzugang Lauhend Jans, gekommen vom FC Metz. Er selbst hat schon 58 Länderspiele tatsächlich bestritten, was Topwert ist im Paderborner Kader. Ein Tor schon erzielt für Luxemburg. Ja, mal wieder ein Spieler aus Luxemburg in der Bundesliga, sieht man auch nicht so häufig. Als Ersatz hat man dann noch mit Mohamed Träger einen Spieler, der in der letzten Saison oft zum Einsatz gekommen ist, auch schon 2 Spiele in der Bundesliga bestritten hat für den SC Freiburg. Also die beiden werden da so ein bisschen sich konkurrieren auf der Rechtsverteidigerposition. Ja, Abwehr sieht schon mal ganz in Ordnung aus. Jetzt geht es weiter mit dem Mittelfeld. Auf der zentralen Mittelfeldposition gesetzt dann dürfte, wie auch schon letztes, ist es Sebastian Fasialidis, gekommen 2018 vom VfR
War auf jeden Fall letzte Saison auch Stammspieler und wird diese Saison, denke ich, auch wieder sein. Ersatz hat man dann auch noch mit Klaus Gasula, vorher beim Hallischen FC unter anderem gespielt oder bei den Stuttgarter Kickers, ebenfalls 2018 in den Verein gekommen, dürfte Ersatz sein für Fasilidis. Jetzt haben wir noch die zweite Position im zentralen Mittelfeld. Auf der zweiten zentralen Mittelfeldposition gesetzt sein dürfte Marlon Ritter, letzte Saison auch schon einige Spiele bestritten für Paderborn, das auch ordentlich gekommen für eine Rekordablöse von 0,3 Millionen Euro. Teurer war kein Spieler im aktuellen Kader, weil sie die meisten Spiele ablösefrei auch geholt haben. Damals 2017 von Fortuna Düsseldorf. Ersatz hat man auch einen Spieler verpflichtet, der auch weiter vorne definitiv auch spielen kann. Auf den Außenbahnen, aber auch zentral. Weil zentral sehe ich bei Paderborn eher noch mehr Bedarf in der Einspielerauswahl, wird schon ein bisschen eng, aber vorne ist man auch wirklich gut aufgestellt. Dörfler hat man geholt, Johannes Dörfler vom KFC Uerdingen, ebenfalls ablösefrei aus der dritten Liga. Mal schauen, ob er auch gleich Stammspieler sein wird. Also im Mittelfeld gibt es auch hier viele Optionen. Auf dem Flügel gesetzt dann dürfte, wie auch schon letzte Saison, Christopher Antwi Achey. Letzte Saison trug er maßgeblich am Aufstieg vom SC Paderborn teil mit einigen Toren, die er gemacht hat. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele, aber auf jeden Fall hat er ein paar Mal getroffen. Kommt 2017 vom TSG Sprockhövel aus der Regionalliga. Als Ersatz hat man noch Marcel Hilsener verpflichtet, von Hansa Rostock gekommen, ablösefrei. Auch dieses Jahr ein Bundesligaspiel hatte schon bestritten für Werder Bremen damals. War aber auch schon einige Jahre lang her. Übrigens der einzige offensive Spieler, der schon ein Bundesligaspiel bestritten hat im aktuellen Kader von Paderborn. Auch interessant zu wissen, definitiv. Jetzt kommen wir noch zum rechten Flügel und dann zu den beiden Stürmern. Bei Paderborn gibt es auf den Flügeln und im Sturm einige Optionen. Und da ist es ein bisschen schwierig, ja, welcher Spieler ist wo gesetzt. Ich habe mich entschieden für den Neuzugang Streli Mamba von Energie Cottbus gekommen aus der dritten Liga. Cottbus ja leider abgestiegen. Aber da hat Mamba schon auf sich aufmerksam gemacht mit einigen starken Spielen und einigen Toren auf jeden Fall. Bundesliga-Erfahrung hat er noch nicht. Er war eher in den unteren Ligen unterwegs, vor allem in der dritten Liga und in der Regionalliga. Als Ersatz hat man noch Kai Brüger, letzte Saison auf jeden Fall auch oft gespielt bei Paderborn, einige Tore gemacht. In der Winterpause erst gekommen von Rot-Weiß Essen. Also man sieht schon, Paderborn einige Spieler verpflichtet aus unteren Ligen. Ob das funktionieren wird in der Bundesliga, wird man sehen, aber die Neuzugänge können sich auf jeden Fall sehen lassen. Und auch der Sturm, also offensiv sind sie wirklich gut aufgestellt, defensiv muss man mal schauen, wie die Saison verläuft. Aber ja, kommen wir gleich noch dazu zu Paderborn, zu meiner Meinung, ob sie die Bundesliga die Klasse halten können oder nicht. Jetzt kommen wir noch zu den Stürmern. Auf der ersten Stürmerposition dürfte gesetzt sein Sven Michel, auf jeden Fall letztes ist auch schon gesetzt, die letzten Jahre eigentlich schon, seitdem er 2016 gekommen ist von Energie Cottbus, ebenfalls wie jetzt Mamba von Cottbus, also zwei ehemalige Spieler von Cottbus im Kader hier. Oder sind es noch mehr? Ich weiß es gar nicht, aber auf jeden Fall zwei Spieler von Cottbus auf jeden Fall hier in der Startelf, die ehemals für die Cottbusser gespielt haben. Als Ersatz hat man mit Kieran Shelton von Sporting Kansas aus den USA in der Winterpause der letzten Saison auf jeden Fall einen ordentlichen Spieler verpflichtet. Für die Startelf wird es, denke ich, für ihn noch nicht reichen. Und die Startelf komplettieren tut Oliveira Sousa, Neuzugang gekommen vom MSV Duisburg, ebenfalls ablösefrei. Auch ein ordentlicher Spieler, der für Duisburg auch einige Tore erzielt hat auf jeden Fall. Kann auch auf dem Flügel spielen, also da muss man auch schauen, wo er eingesetzt wird. Ich denke, die Startelf könnte ein gutes Ziel für ihn sein. Ersatz hat man Babacar Gueye, meiner Meinung nach auch ein guter Spieler, letzte Saison auch oft zum Einsatz gekommen. Ihn hat man vor einem Jahr verpflichtet, 2018 gekommen von Hannover 96 damals. Auf jeden Fall bin ich gespannt auf Paderborn. Jetzt gleich mal zu meinem Fazit. Vorne sind sie auf jeden Fall flexibel. Viele Spieler können im Sturm spielen oder auch auf dem Flügel. Es wird sich zeigen, wie die Aufstellung am Ende aussehen wird. Ich habe mich jetzt für diese Aufstellung hier entschieden. Bin auf jeden Fall schon gespannt, wie sie so für Paderborn verlaufen wird. Auf jeden Fall ein sympathischer Verein. Mal ein anderes Team in der Bundesliga zu sehen, ist auch mal gut. Aber
Paderborn ist halt eine Fahrstuhlmannschaft, hat man in den letzten Jahren gesehen. Es gab immer wieder Auf- und Abstiege von der Bundesliga fast in die Regionalliga und dann von wirklich vom 18. Platz rauf in die Bundesliga. Also vom 18. Platz in der dritten Liga rauf in die Bundesliga, das ist schon eine starke Leistung, was Paderborn dann gemacht hat. Aber bei Paderborn sieht man, es kann auch schnell bergab gehen. Und dann müssen sie diese Saison definitiv aufpassen, vor allem in der Abwehr müssen sie sich ja, stabilisieren. Letzte Saison, man hat 50 Gegentore kassiert. Mehr als Dynamo Dresden, die haben nur 48 kassiert und sind trotzdem in der zweiten Liga geblieben. Also da sieht man schon, Paderborn muss hinten ein bisschen kompakter stehen. Dann ist auch das Ziel, Klassenverbleib definitiv möglich. Man hat eine gute Offensive. Mal schauen, wie sich das so entwickelt. Man kann nicht sagen, ja, sie werden absteigen und sie werden Klasse halten. Ist bei Paderborn ein bisschen schwierig, die einzuschätzen. Aber eine genaue Einschätzung gibt es ja auch noch in meiner Saisonprognose für alle Vereine. Das war's jetzt mit dem zweiten Teil der Kaderanalyse. Im nächsten Video geht es um den 1. FC Köln, den dritten Aufsteiger. Bin da auch schon gespannt. Könnt ihr auch schon darauf gespannt sein, welche Aufstellung ich da wählen würde. Also das ist die von Paderborn. Ich denke, so viel falsch gemacht habe ich da ehrlich gesagt nicht. Ich habe mich auch gut informiert jetzt davor. Ich habe auch im Kicker-Sonderheft mir das alles durchgelesen gehabt davor. Ja, und somit war es jetzt auch mit diesem Video, mit dieser Kaderanalyse. Bis zum nächsten Mal und ciao.